ist eure Nina G und heute habe ich ein besonderes Video für euch. Da diese hübsche Zaubermaus ihren früheren Besitzern sehr viel bedeutet hat, wollten sie sicher sein, dass ein tolles neues Zuhause auf sie wartet. Ich musste mich um Curly Sue bewerben. Da ihre Besitzer wegen der Distanz nicht zu uns kommen konnten, habe ich ihnen unseren Stall per Video gezeigt. Und genau dieses Video hat den Ausschlag gegeben, dass ich den Kaufvertrag unterschreiben und die Kleine letztendlich mitnehmen durfte. Jetzt kommt es, das Originalbewerbungsvideo. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Moin, mein Name ist Nina König und ich interessiere mich für Curly Sue und möchte Ihnen einmal zeigen, wo sie denn stehen würde, wenn ich sie bekommen könnte. Dazu habe ich gedacht, machen wir einfach eine kleine Stallführung. Dazu brauchen wir eigentlich nur unsere Hintertür verlassen und uns einmal umzudrehen. Da sieht man schon den Paddock der Pferde, der auch immer zugänglich ist, mit Teppichboden befestigt, damit wir hier keinen Matsch haben, denn leider Moorboden vermatscht sehr schnell und damit sind wir davor sicher. Und in der Mitte eine Sandliegefläche, dass die Pferde rund um die Uhr die Möglichkeit haben, sich in schönem, hellen Sand zu wälzen. Das ist unser Stallbereich. Wir gehen da am besten einfach mal hin. Hier mit Anbindemöglichkeit für den Sommer, wenn es draußen hübsch ist und sonnig, dass man das auch gut ausnutzen kann. Hier haben wir übrigens Licht, dass wir einmal hier was hätten und großes Flutlicht für den Winterpaddock bzw. den späteren Reitplatz. Drin kommt man in den Stall hinein, ist hier auch unser überdachter Putzplatz, dass wir auch bei Regen und Schmuddelwetter die Möglichkeit haben, die Pferde sauber zu halten, zu pflegen, den Hufschmied kommen zu lassen, den Tierarzt, was auch immer mal nötig sein würde. Oder auch einfach ein bisschen zu trainieren, Hufe geben, stillstehen und solche Dinge können wir auch ohne vom Wetter beeinflusst zu werden. Drehen wir uns einmal um, haben wir hier unsere Sattelkammer, unser Stromgerät, eine gut gefüllte Futterkammer. Gehen wir also hier die Stallgasse etwas weiter, kommen wir zu unserem Heulager. Da stehen so ein paar Gerätschaften, schon zwei gefüllte Heunetze und der Rest von unserem Heu auf einer Palette. Ich weiß, es ist nicht mehr viel, aber ich habe einen zuverlässigen Bauern, dem ich schon Bescheid gesagt habe und der heute Nachmittag das Heu bringen möchte. Da kommen wir also nie in Engpässe. Und ich kann mich wirklich auf ihn verlassen und das Heu hat eine ziemlich gute Qualität. Für meine damals stauballergische Stute war das auch nötig. Gut, es ist jetzt das Ende, aber eigentlich, es staubt nicht, es schimmelt nicht, es riecht. Es riecht eben nach Heu. Ja, für meine frühere lungenproblematische Stute war das auch unbedingt nötig. Da haben wir auch hier noch einen Bedampfer stehen. Also sollte das Heu mal nicht mehr so gut sein, können wir es sogar noch heiß abkochen, um die Qualität zu verbessern. Dualgassen für ein ausgewogenes Training haben wir auch. Und hier kommen wir in unseren Stallbereich. Da steht auch gerade ein Pferd. Ja, ohne Einstreu. Ich weiß, aber wie gesagt, meine Stute war stauballergisch und dann mussten wir auf jegliche Art von Einstreu verzichten. Deshalb hier nur Wasser, was aus einer Leitung kommt, die wir direkt von hier haben. Auch mit Schalter, sodass wir da eine Wasserversorgung ohne Schleppen jederzeit gewährleisten können. Und vor allen Dingen regt es die Pferde auch an, sich im Sommer mal in den Schatten zu stellen oder vor Fliegen zu flüchten. Wenn das Wasser hier steht, dann können sie sich nämlich hierhin bewegen und es regt einfach dazu an, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Hier haben wir noch Schubberbürsten. Natürlich ein Mineralsalzbleckstein, ein Heunetz, das hier noch hängt. Und hier kommen wir auch unter ein Vordach, also auch hier noch geschützt. Dort oben eine Lichtplatte und hier Windschutznetze, dass es hier nicht so durchpfeift. Wir füttern Heu aus großen Heunetzen mit hauptsächlich Heukisten.
das eine Netz da hinten hat leider noch keine Kiste, weil ich noch keine bekommen habe, damit das Heu nicht auf den Boden fällt, sich nicht mit Dreck vermischt und nicht so platt gefressen wird. Und auch da, die Pferde haben leider ein bisschen angefangen zu knabbern, hängt denn noch ein Salzdeckstein, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Da wir, wie gesagt, keinen Einstreu haben durften, habe ich dafür hier ein Pferdeklo errichtet, was von meiner früheren Stute und von meinem Pony gut genutzt wird. Und unsere Einstellerpferde, man sieht es an den Haufen, nähern sich so langsam dem Zielort an. Ja, dieser gepflasterte Bereich ist auch der Bereich, der für die Pferde immer zugänglich ist. Wir haben hier keine Boxentüren. Und da kommen wir, wie gesagt, auf den Sandpaddock, den ich vorher schon mal erwähnt habe. Und hier ist nochmal ein zweiter abgeteilter Bereich. Auch da Windschutznetz, Heunetz und Raufe. Und da waren wir wieder bei dem Außenputzplatz, den ich schon erwähnt habe. Jetzt, solange es die Witterung zulässt, solange es die Witterung zulässt, steht diese Tür immer offen zu unserem Laufgang. Und jeweils eine Weide ist auch offen. Hier haben wir Weide Nummer 1, die wir auch durch die Stalltür hier betreten können. Das mit der weißen Plane ist unser Heulager. Nebenan ein Maisfeld. Mit den Bauern verstehe ich mich sehr gut. Er ist auch für unsere Mistentsorgung zuständig. Und da haben wir eine feste Absprache. Hier einen Schuppen, der derzeit für die Pferde unzugänglich abgeteilt ist, weil wir da noch ein paar Materialien lagern. Und hier, was direkt an den Stall angrenzt, das habe ich vergessen zu sagen, soll mal unser Reitplatz werden. Wie gesagt, er wäre beleuchtet, weil wir da oben Flutlichtscheinwerfer haben. Und derzeit ist er als Winterpaddock geplant, dass sich die Pferde im Winter mal ordentlich austoben können. Hier haben wir schon die erste Bewohnerin. Hey Puffel! Bist du ein bisschen dreckig? Ne? Alles gut? Ja. Pferd Nummer 1. Hier auf Weide Nummer 2 haben wir die Jüngste im Bunde. Fina, sie ist jetzt 3 und befindet sich so gerade in der Grundausbildung. Hier nochmal einen Blick auf irgendwann mal Reitplatz und derzeit Winterpaddock. Und wir haben hier die Dritte im Bunde, Lucy, eine Warmblutstute, die das Zepter in der Hand hat. Mein Pony ist gerade unterwegs, deswegen kann ich euch die gerade nicht zeigen, aber das kriegen wir sicher noch hin. Wie gesagt, Weide Nummer 2, es tut mir leid, dass es noch nicht abgeäppelt ist, aber das übernimmt heute eine von unseren Reitbeteiligungen. Gehen wir zurück auf unseren Laufgang. Hier haben wir Weide Nummer 3. Das, was da derzeit noch mit wildem Bohnenkraut bewachsen ist, ist ein von mir künstlich durch einen Unternehmer angelegten Hügel. Denn hier im platten Ostfriesland haben wir ja leider das Problem, dass es wenig Hügel gibt. Und gerade für Pferde im Muskelaufbau ist ja Longieren am Hügel oder Rückwärtsrichten am Hang und solche Übungen zum leichten Klettern ideal. Nur wir finden sie hier in der Natur nicht, also habe ich ihn künstlich anlegen lassen, schon grundlegend angesät, aber leider hat sich das wilde Bohnenkraut dieses Jahr noch durchgesetzt. Ich denke, im nächsten Jahr sollte der Hügel dann fest bewachsen und endlich benutzbar sein. Und der Laufgang geht hier, wie gesagt, so in 11 Uhr vom Stall aus. Und dann kommen wir zu unserer letzten Weide, Weide Nummer 4. Unser Grundstück reicht, wie gesagt, hier bis zu den Bäumen. Dahinter ist eigentlich noch ein Maisfeld. Das war die Straße, die man jetzt im Herbst, Winter sehen kann, im Sommer eigentlich kaum wahrnimmt, weil es einfach durch Maisfelder, hier hinten steht noch eins, verdeckt ist, genau wie wir hier ein Maisfeld haben. Und im Sommer wirklich sehr schön geschützt und unauffällig hier leben können.
Getränke, wie man sieht. Die Pferde, die derzeit weiter stehen, fühlen sich sichtlich wohl. Und ich hoffe, dass sie zu dem Schluss kommen, dass auch Curly Sue sich bei uns wohlfühlen könnte. Gehen wir jetzt noch unsere Einfahrt runter, sieht man, dass wir gar nicht an einer richtigen Straße leben, sondern nur an einem Schotterweg, der eigentlich nur von Anliegern zu befahren ist. Und schauen wir in diese Richtung. Die nächsten Wohnhäuser sind ein bisschen weit weg, davor sind alles Felder und Wiesen. Und auch wenn wir in diese Richtung schauen, Wiesen, Privatgrundstücke, Felder und dann erst eine Straße. Sodass man, sollte doch irgendwann mal etwas passieren, man weiß es ja nie, nicht direkt auf der Hauptstraße steht. Das finde ich zum Beispiel sehr beruhigend. Ich weiß, es gibt bei uns noch einiges zu tun, noch einige Baustellen, noch einige Möglichkeiten der Verbesserung. Aber ich hoffe, also wir sind dabei und ich hoffe, dass das noch kein Hindernis darstellt.